Am Sonntagabend ist in Vilsbiburg ein 18-jähriger Rollerfahrer verunglückt und seinen Verletzungen im Klinikum Landshut erlegen. Besonders tragisch an dem Unfall, die Mutter des Verunglückten lag bereits selber im Krankenhaus. Noch bevor die Mutter verständigt werden konnte, war der Hirntod des Jungen festgestellt worden. Die Mutter, die sich einem schweren Eingriff hatte unterziehen müssen, erklärte trotz des schwerwiegenden Vorfalls die Freigabe der Organe ihres Sohnes zur Spende. Sie selber wurde per Krankenwagen mit großen Schmerzen zu ihrem Sohn gebracht, dem sie noch ein letztes Mal die Hand halten konnte, bevor die Ärzte die Geräte abstellten.